Moin, ich bin Katrin und ich bin heute im Bett mit Nele Polacek. Und du hast geschrieben, das Unglück anderer Leute, deine Büromann, Genau. ne? Ich habe eben still vor mich hin überlegt, ob wir jetzt was dazu sagen oder nicht. Weil, also ich fand es großartig. Ich hatte am Ende einmal kurz eine Stelle, wo ich dachte, ach komm, so. Und dann habe ich es zu Ende gelesen und dachte, ja, okay. Ich habe aber tatsächlich von so Instagram anderen Buchmenschen gehört, die mit dem Ende nicht so klar kamen. Hast du das schon öfters gehört? Ja, mit großer Freude tatsächlich. Also für mich ist es so, ich meine, es ist mein erstes Buch. Ich mag das Buch, weil es mein, ja, es wäre mir Ich scheiße, stimme wenn dir nicht. zu, Ja, sonst säßest du nicht hier. hätte man Ja. ein erstes Kind, würde ich das wahrscheinlich auch mögen. Aber für mich war es so beim Schreiben, dass ich beim, das Ende war das, warum ich es geschrieben habe, und das Ende war das, was mir daran Okay. wirklich gut gefällt. Ja. Ja. Und zwar, weil ich selber nicht so ein super Realismusleser bin. Ja, Also okay. ich mag nicht, wenn ich denke immer, wenn es das echte Leben ist, dann kann ich ja auch aus dem Fenster gucken. Dann brauche ich kein Buch. Ja, Buch Ja. muss für mich mehr sein als Wirklichkeit. Okay. Und für mich ist das Ende mehr als Wirklichkeit. Ja, Und das ist es was, ja, definitiv, also es ist, ja. und das Ende hat mich geflasht von Anfang an. Okay, ja, geil. Und dann ist es aber natürlich, ich weiß ja, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die Bücher nur lesen, weil sie Wirklichkeit wollen. Ja, und dann haben sie Und natürlich die ein müssen Problem. damit ein Problem Ja, das haben. stimmt, ja. Und ich Der habe. Witz war, dass wir eben, also wir kommen gerade, also wir sind gerade im Grunde auf dem Summer's Tale Festival, sollten wir jetzt mal dazu sagen. Ja. Und da hast du gerade gelesen, Bändchen. Bändchen, obwohl das, nee, doch, da kann man es Doch, doch, lesen, doch. da kann man es lesen. Und da hast du eine Stelle vorgelesen, ich sage jetzt einfach gar nichts weiter, da hast du eine Stelle vorgelesen und ich dachte, ja, da ist es eigentlich schon angedeutet, scheiße, ne? Hätte ja mal beim ersten Mal lesen auch auffallen können. Fände ich jetzt also unheimlich lustig, wenn man es dann, also man kann es gut zweimal lesen, weil dann merkt man beim zweiten Lesen auch, wo vorher schon das Ende im Das Grunde ganze Buch. Von Anfang an großartig, wird es eigentlich ganz, angekündigt. ganz Ich weiß nicht, die großartig. Stelle mit den Münzwürfen, mit dem Zahn und dem Kopf, ja, Ja. da ist es genau, es ist ein Zeichen für Ja. den Zusammenbruch der Realität, und das Buch ist für mich der Ja. Zusammenbruch der Ja. Realität. Aber es ist natürlich, das ist nicht alles, was es ist, und wäre es Nee. nur, das wäre es langweilig, und deswegen, Ja. ich kann es Also es ist nicht. auch, ich habe wirklich mehrfach laut aufgelacht. Also das muss man so. Und jetzt, weil wir reden ja eigentlich gar nicht über dein Buch, sondern Nein. wir reden ja jetzt über Dinge, was du so im Bett machst oder nicht machst. Das hört sich schlimmer an, als es ist. Die erste Frage, und das ist eigentlich geil, weil du eben ja schon die Geschichte erzählt hast, ist, was gestern Nacht passiert ist. Und da hast du eine wunderschöne Geschichte, weiß ich schon. Nein, ja, nein, gestern Nacht, wie gesagt, wir sind ja auf diesem Festival, und ich bin ein Stubenhocker. Ich bin ein Mensch, der gerne 23 Stunden am Tag in genau diesem Outfit, meinem Lieblingsschlafanzug, verbringt. Und dann meinten die vom Summer's Tale, hey, du kannst ja bei uns zelten. Und ich sagte nein. Und habe mich halt in ein Hotel einquartiert, und es stellte sich dann aber beim Einchecken heraus, dass es sich um kein Hotel, sondern um ein chinesisches Restaurant handelt, was aber offensichtlich gerade bankrott gegangen ist oder bankrott geht. Und einfach alles, es war alles so weiß gefliest, und man hatte schon das Gefühl, geht das Restaurant jetzt bankrott, oder bereiten sie sich auf die Eröffnung vor und brauchen Frischfleisch? Ja. Ist das hier die Schlachtbank? Und das Geilste war, dass die Dusche war in so einem kleinen, wie so ein Flur. Und dann kommst du so rein, und dann ist links so was schwarz ummanteltes an der Wand, und rechts neben der Dusche ist auch was schwarz ummanteltes, und in der Mitte ist der Dusche. Und dann verstehst du, auf der Höhe, das ist ein Pissoir. Ich habe in einem Pissoir geduscht heute Nacht, ja. Und es war Also alles so kommt man auch auf die surreal. Idee, dann da eine Dusche reinzubauen. Ey, Also ich es, meine, es war auch, ja. ja, das war, ich musste bar bezahlen, und sie wollte mir keine Quittung geben. Ich glaube, Alles sehr das sagt suspekt. alles, Also der ja. nächste Roman ist im Grunde schon geschrieben Ja, jetzt. der Ja. schreibt sich im Horrorhotel von Ja, ich Lüneburg. glaube auch. Ach, das war auch in Lüneburg Natürlich war es tatsächlich. in Ach, Lüneburg. Super Lage, aber es war echt so, dass ich von Anfang an, ich dachte, so alles in mir hat gesagt, irgendwie, ist das, wie dumme Menschen sterben? War es das? Hashtag Amanda Ja, Palmer, das ist immer in der Palmer-Zitat. ja. Ich dachte jetzt, okay, das war's mit mir. Ja, und vor allem, wenn man sich so klug vorkommt, so, ja, Ja. nee, ich gehe nicht zelten, weil was, Und weil, wer dann weiß, was da für ist es Leute noch viel sind, schlimmer als ja. der Zeltplatz. Oh mein Oh, Gott. Horror. Ja. Ja. Ganz andere Frage, pass auf. Schreibst du im Bett? Nein, aber im Schlafanzug. Okay, das lassen wir gerade so. Nein, es würde auch alles andere So müsste ich durchgehen, sonst jetzt aber. gehen. Nee, Nee, also ich schlafe in nee. meinem Bett, und ich gucke unendliche Mengen an Fernsehen in meinem Das Bett. machst du im Bett? Oh, wahnsinnig viel. Okay. Weil ich sonst auch nicht einschlafen kann, sonst kriege ich so Horrorvorstellungen. Also ich kriege dann so Ja, Kopfrahmen, ja, oder dann ja. plane ich das nächste Buch oder meine Ja, Dissertation oder das was kenne alles ich. schiefgehen könnte, wen ich alles Ja. doof finde, wer sich alles mit mir gestritten hat, was ich alles unbedingt schon mal sagen musste. Und dann brauche ich einen Fernseher. Ich gucke auch ganz dumme Sachen. Also ich gucke Okay. so, also nicht dumme Sachen. Früher habe ich das perfekte Dinner geguckt, bevor es scheiße wurde. Okay. Weil man da so, weißt du, sowas, was dich so Ja.
runter. Ja. Bringt. Ja, das bringe ich, okay. Ja. Früher als das perfekte Dinner noch okay war. Ich habe das nie gesehen. Ja. Falls jemand das guckt, der für das perfekte Dinner arbeitet, bitte macht alles wieder gut. Geil. Hörbücher helfen da auch übrigens. Nee, kann ich nicht. Nee, ich höre einfach da nicht zu. Also ich merke tagsüber, das geht's einigermaßen, ja, aber wenn ich dann im Bett liege, denke ich parallel über was anderes nach. Also ich kann tatsächlich also hören und reicht dir schon nicht mehr, okay. Mit meinem Freund streiten, okay. Nee, mit meinem Freund nicht, aber mit anderen Leuten. Ja. Ja. Krass. Okay. Welche fiktionalen Charaktere würdest du gerne zu einer Pyjama-Party einladen? Ja. Erotisch-romantisch oder? Das kannst du dir aussuchen. Also das kann auch einfach nur ein lustiger, okay, wir sitzen hier rum, Amanda Palmer. Oder? Oh, die ist, glaube ich, bestimmt gut im Bett. Also auch in der Pyjama. Beides. Nee, die ist aber kein fiktionaler Charakter. Die ist, glaube ich, ein echter Mensch, leider. Lord Henry Wotton aus Das Bildnis des Dorian Gray. Okay. Der bringt einfach so geile Sprüche. Ja. Und den fand ich, als Kind war ich in dem sehr verliebt. Ja. Also so mit 14 oder so. Ja. Dumbledore. Khaleesi. Oh, ja. Einfach nur um Haartipps. Das war zu tief von unten, ne? Ja, oder, ja. Aber Haartipps. Haartipps von Khaleesi. Ja. Stimmt, du hast auch, ja. Ich habe das Haar euch für da, die Khaleesi könntet euch, auf alle Fälle, ihr könntet euch da Dinge, ja, erzählen. Das glaube ich auch. Gott, mir fallen so viele Leute ein, aber irgendwann passt es auch nicht mehr zusammen. Man muss ja das die stimmt Leute, die man für der Fiktionalen, ja, ja, die müssen ja auch irgendwie alle zusammenpassen. Ja. Und wir können auch hier, das ist jetzt auch reicht das? Ja, das reicht eine Pyjama-Party zu viert. Ja. Also außer du möchtest jetzt noch nachlegen. Nee, ich glaube, ich bleib bei denen. Ja. Ja, vielleicht fällt mir noch jemand ein. Ja, ja, dann kannst du nochmal reinwerfen. Toll, darüber werde ich jetzt heute Nacht kann ich deswegen nicht schlafen, weil ich darüber nachdenke, wen ich zu meiner. Das machst du gleich auf der Zugfahrt, schreibst es gleich alles auf und dann ist es heute Nacht raus. Ich denke auch darüber nach, was du machen würdest, wenn du im Lotto gewinnen würdest. Nicht nur im Bett. Ich denke darüber den ganzen Tag nach. Da gibt es auch schon ganz fixe Pläne, so ist das. Ja, oder man plant es auch ganz genau. So, ja. Es gibt irgendwie, ja. Ich kenne aber auch das andere. Mir passiert aber nicht unbedingt also auch zukünftige Unterhaltung, sondern auch so Unterhaltung, wo man denkt, hätte ich mal das gesagt, das wäre jetzt so richtig clever gewesen. So vergangene Unterhaltung. Ja, deswegen schreibe ich Bücher. Das ist, ist clever, also, dann kannst du dir dann die richtigen Antworten zurecht. Ja. Die eine Szene mit dem Menachem, ja, es ist genau das, was ich dachte, weil ich dachte, die hat so viel Kindheitskacke, die Heldin meines Buches, was sie allen schon immer mal sagen wollte. Ich wollte ihr einmal die Möglichkeit zu geben, so richtig alles zu sagen. Ja. Und so richtig auf den Punkt, so richtig vernichtend. Ja. Ja. Ja, geil. Ja. Großartige Stelle in dem Buch auch übrigens. Ja. Hat auch echt viel Spaß gemacht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist sehr befreiend, wenn man das mal so. Ja. Es ist auch ganz egal, ob man das selber denkt oder nicht, sondern einfach sozusagen jemandem die Möglichkeit zu geben, es auch so eloquent zu sagen. Weil ich sag dann in so, weil wenn ich mich richtig reite, dann sage ich immer so, und du bist doof. Genau. Ja. Aber nein, du im richtigen Moment das exakt richtige, das Richtige sagen. Ja. Das ist auch das Tolle übrigens an Lord Henry Wotton bei Dorian Gray, dass der genau das Richtige sagt. Ja. Ja, also dass der diese Aphorismen bringt und immer genau im richtigen Moment das Richtige sagt, weil Oscar Wilde ein Genie ist, der das halt. Ja. Ja? Ja. 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 Sehr schön. Ja. Das heißt, du kannst ja noch deine eigenen Charaktere mit zur Pyjama-Party einladen und dann können die sich austauschen. Oh Gott, nein, um Gottes Willen, mit denen will ich nicht in einem Bett. Die sind so schön. Ich habe gerade ein Interview mit Nina Sam gemacht und die hat genau dasselbe gesagt. Das wäre ja der Horror. Nee, ja. Nee. Sehr schön. Nee, das ist, glaube ich, das auch die Wirklichkeit ist natürlich, dass man gerne über Leute liest, die man um Gottes Willen nicht kennen möchte. Ja. Also auch die Leute, die ich im Fernsehen sehe, wenn ich dann, ich meine, wie gesagt, ich gucke dumme Sachen. Ich gucke halt auch Two and a Half Men zum Beispiel leidenschaftlich. Ja. Eine schreckliche. Gibt's also, das noch? Nee, ich gucke das online zum 10. Mal, ja, weil die einfach immer die gleichen blöden Sachen sagen. Ja. Das ist sehr beruhigend, aber kennen will man die nicht. Nee, im Grunde, nee. Nee. Nee, das stimmt. Deswegen, Fiktion ist für mich nicht. Obwohl Rose. Heißt sie Rose, die Nachbarin? Rose, die Psychopathin, ja, die Eier die möchte, an die Schenkel ja, klebt. Ja. Die möchtest du wirklich ja, kennen. Ja, aber auch, weil ich die Schauspielerin die so toll finde. Aber die Schauspielerin die willst du, toll. Nein, du willst sie gerne schauspielen sehen. Du willst eben nicht das wahre Leben. Ja, vielleicht möchte ich die echte Person kennen. Also, ja, okay. Ja, Bertha übrigens wäre viel besser. Ja? Die Dicke. Ja, die ist lustig. Die ist sehr cool. Okay. Ja, sorry. Okay. So, wenn dein Bett, es ufert aus hier, ich merke das schon. Wenn dein Bett jetzt, das ist super, der Übergang in einen Roman wäre, in welchen Roman würde dein Bett führen? Ich kenne überhaupt keine Bücher gerade. Ich bin viel zu müde für Bücher. Nein, ich kann es dir sagen. Und zwar gibt es das schönste Buch, was ich seit Jahren gelesen habe. Ja. Es ist leider kein deutsches Buch und ich kann jetzt nicht irgendeinem Menschen was Gutes tun, sondern von Jo Walton heißt die Autorin. Ich weiß auch nicht, ob es übersetzt ist. Das Buch heißt, das erste heißt
The Just City, das sind drei Bände. Ja. Und die sind, wenn Platos Republik ein echter Ort wäre. Es ist Science Fiction und Fantasy und es ist sozusagen, wenn so die platonische Idee der perfekten Stadt, wo alles sozusagen, wo nur Philosophen und so weiter und so fort, wenn die echt wäre. Ja. Wie wäre das? Und es ist natürlich total absurd, weil die alle Philosophen sind, ja, und mit dem Leben nicht zurechtkommen und dann gibt's Roboter. Und dieses Buch, was mich wie kein anderes in den letzten Jahren geflasht hätte, das ist der Eingang zu meinem Bett. Ich lese auch seitdem nur noch, also ich lese auch nur noch, gerade bin ich in einer vollen Sokrates-Phase, weil ich durch dieses Buch Sachen, die mich früher, also ich habe Philosophie studiert, ich fand es furchtbar langweilig. Ja. Und jetzt denke ich so, boah, ist das alles geil und boah. Und das ist ja. Momentan liege ich gerade im Bett und lese gerade tatsächlich die Republik und davor das Symposium, Sachen, die ich schon im Studium mal gelesen habe, aber jetzt auf einmal so wow. Ganz anders liest. Ja, das finde ich übrigens, ganz genau, das wollte ich gerade sagen. Wenn ein Roman dich dazu bringt, auf einmal Sachen nochmal ganz anders zu... Ja, grandios. Und ich habe wirklich bei dem Buch, ich habe das Gefühl, das hat mich einen besseren Menschen gemacht und einen klügeren Menschen. Und das hat mir echt, also... Ich sollte eigentlich Werbung für mein eigenes Buch machen, aber wenn ihr die Wahl habt, kauft lieber... Nein, kommt beides. Ich wollte gerade sagen. Ja, nee, aber falls es übersetzt ist und falls nicht, wer kann, es ist wirklich großartig. Also kommt jetzt sofort auf meinen... Ja. Joe Walton, The Just City. Dann, also die Frage ist auch auf Twitter und total nett übrigens. Tatsächlich. Und ich bin so ein bisschen ein Fangirl, ja. Ich merke das schon. Also die nächste Frage wäre, welche Bücher liegen in oder neben deinem Bett? Da kommen jetzt auf alle Fälle wahrscheinlich schon mal das, was du gerade erzählst. Tatsächlich, das habe ich, also Just City habe ich, vor Ewigkeiten habe ich jetzt an meinen Bruder gegeben, der kein großer Leser ist, aber es auch großartig fand und tatsächlich auch zu Ende gelesen hat. nein, der liest schon. Das irgendwas Nein. Ich weiß genau, nein. Ich glaube, wir wissen alle, was du meinst. Ja. Und dann, wie gesagt, jetzt gerade der große Stapel Plato. Mhm. Und dann ganz viele Sachen für meine Dissertation. Also ich bin ja Literaturwissenschaftler und habe dann also da George Eliot und Arthur Hugh Clough und so. Dann liegt da von Jeanette Narrative Theory. Also so, weil ich echt darüber gerne nachdenke, wie Bücher strukturiert sind und wie Bücher funktionieren, ganz viel. Ich glaube, das war's. Okay. Ja, ist ja auch schon... Ist ja Aroma, okay, kann man mal so nochmal so nebenbei. Nein, es kommt, also das ist alles. Alles für die Dissertation. Gar nicht für die. Das ist alles Joe Waltons Schuld und tatsächlich auch, weil in meinem nächsten Buch, über das ich noch nicht reden soll, ich bin zu müde für das alles und es ist ein Bett, verdammt. geht's auch ganz viel um solche Sachen. Okay. Punkt. Ja, spannend. Super, ja. Vielleicht kommt jetzt auch schon genau die Antwort. Nochmal derselbe Name. Wenn du dir aussuchen könntest, wer einen fiktionalen Charakter auf dir schreiben soll, also auf dir beruhend schreiben soll, wer sollte dann dich quasi in seinen, ihren, deren Roman schreiben? Lebendiger Autor oder kann es auch ein Toter? Ist egal. Oscar Wilde? Okay, ja. Könnte, ja. Oder jemand, der in Deutschland, in England viel gelesen wurde und, also wie gesagt, wir haben immer nur 19. Jahrhundert, du wirst nie eine Antwort kriegen, die ein kontemporärer deutscher Autor ist, weil ich das einfach auch von der Diss her gar nicht lesen darf momentan, da wird mein Doktorvater böse. Aber du hast ja gerade Isabel Bogdan und Stefan Orth kennengelernt, die beiden liest du natürlich demnächst. Isabels Buch liegt als schmutziges Geheimnis tatsächlich auf meinem Nachttisch. Guck. Und wenn warum als schmutziges? Naja, weil ich ja eigentlich also nur weil für du nicht Diss, nein, ja, ich lese nur für die Diss und für mein nächstes Buch eben ganz viel griechisches Zeug. Ja. Und dann, wenn ich Spaß haben möchte, lese ich Isabel Bogdan. Sehr schön, das finde ich gut. Offiziell, wir verlinken das Isabel Bogdan-Video jetzt natürlich das, hier das, direkt mal in der Ecke. Die mit auch und übrigens auch. Auf dem Summer's Tale Festival war und heute in meiner Lesung saß und ein ganz toller Mensch. Ja. Genau. Und mir mein Ticket abgekauft hat. Hat sie? Ja, krass. So, wir machen den Bogen jetzt zurück zu. Hast du neben deinem Bett irgendwie ein Notizbuch liegen? Nö. Ja. Wenn ein Gedanke so gut ist, dass er in ein Buch kommt, dann ist er auch am nächsten Morgen noch da. Aber ich habe ganz viele Notizbücher, aber halt nicht mehr am Bett, sondern halt so, wenn ich mich dann hinsetze. Und schreib's. Okay. Letzte Frage. Ich habe jetzt einmal ganz kurz rüber bedeutungsvoll zu hinter die Kamera geguckt, weil Kerli jetzt einmal kurz auf Instagram wechselt, weil jetzt gibt's voll die Instagram-Story. Also wenn ihr das jetzt seht, ist natürlich vorbei, weil 24 Stunden und so, aber jetzt läuft. Das wird jetzt, du sagst Kamera, ich setze mich gleich gerade hin. Ist schon wieder die ganze Zeit. Ach stimmt, Kamera. Ich habe es aber zwischendurch auch ein bisschen vergessen, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, es geht immer so, das wird etwas so, ist auch ein Bett, ne? Ja, ne? Liegt man halt. Ja. Welches Monster schläft unter deinem Bett? Keines.
Siehst du, normalerweise sage ich immer, sag doch bitte nicht keines oder Staub. Es ist aber so. Nein, ich habe letztens eine Doctor Who-Folge gesehen, wo es darum ging, dass jeder davon träumt, dass ein Monster unter seinem Bett und jedes Kind das träumt. Und ich saß da und mein Freund hat gesagt, ja, warum sagt ihr das jetzt? Und hat so. Und für mich ist es so, nee, mein Bett ist ein heiliger, wunderschöner Ort. Da sind nur schöne Sachen. Aber auch als Kinder? Nein. Als Kind hattest du auch nichts. Nicht unterm Bett. Also ich hatte dann generell, ich hatte immer Angst vor der nuklearen Katastrophe. Ja. Dann habe ich sehr, sehr jung den Film. Bist du nicht zu jung für die nukleare Katastrophe? Nö, okay. 88. Das geht gerade noch so. Ja, okay. Außerdem sind es ja auch immer die Ängste der Eltern, die auf dich übertragen werden. Dann hatte ich immer Angst vor, ich habe ganz früh Alien, den Film, den ersten Teil. Davor hatte ich ganz schlimme Angst. Ja. Und dann habe ich den Film Soylent Green. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich habe den letztens nochmal gesehen und dachte, oh, jetzt bin ich ja 20 Jahre älter, das ist ja ganz... Ey, ich habe mir schier... Ich konnte nicht mehr schlafen. Das ist ein so schrecklicher Film. Ja. Auch gestern Abend dachte ich dann wieder... Ja, das passt ganz hervorragend zu dieser Hotelszene. Ja. Hühnchen-Chow-Mei. Ja. Also wer den Film nicht kennt, genau, Soylent Green ist mehr... Also es geht, in dem Film geht es darum, dass Menschen zu... Ja, es ist eigentlich... Nein, eigentlich ist das, was mir daran Angst macht, war die... Das ist aus den 70er der Film, aber es geht halt um eine eigentlich postapokalyptische Ökosituation, wo es halt kein Essen, keine Luft, kein gar nichts mehr, ja. Unglaublich in den 70ern, ja. Und wir machen die gleiche Scheiße weiter. Und deswegen finde ich das heute umso gruseliger, weil ich immer denke, wir kommen immer näher dahin. Nein, nein. Ja. Ja. Ja, ja, wundervoll. Ich danke dir ganz herzlich. Schön, dass du hier warst. Hat mich sehr gefreut. Und es ist ja im Grunde Buchvideo. Das letzte Mal habe ich es nämlich vergessen. Buchvideos ende ich im Grunde immer mit. Und du darfst jetzt hier so einen ermahnten Zeigefinger mit mir erheben. Vergesst nicht, unterstützt euren kleinen, tollen Buchladen um die Ecke. Ja. Und kauft... Buchläden sind toll. Nele Polacek und Isabel Bogdan und Stefan Ort und Joe Walton. Ja. So. Uns alle. Dürft ihr auch gebraucht kaufen? Nee. Davon haben wir überhaupt nichts. Nein, neue Bücher aus dem Buchladen. Kauft Nele... Oh, jetzt. Ihr dürft auch gebraucht kaufen. Ja. Moin, ich bin Katrin und ich bin heute im Bett mit der Autorin Nele Polacek und Stefan Ort. Alles über das Buch reden wir dann da. Machen wir jetzt nicht, weil jetzt ziehen wir hier, weil Nele muss zum Zug. Durch einen Booktag, der, wir haben eben beschlossen, auf Deutsch übersetzt heißt Herrscherin über die Bücher.